Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Juni 2018, Mondmagie. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf, macht sich sichtbar. Der König dieses Königreich ist nichts anderes als Hermes, der Götterbote, ist gerade zu Hause und hat einen Besuch von dem Sonnengott Apollo. Und die beiden haben einen wichtigen Termin, einen wichtigen Gespräch, und da klärt sich etwas auf. Oder kommt die Wahrheit ins Licht? Das trifft nicht nur die Zwillingsgeborenen, sondern das trifft auch die Wagengeborenen, das trifft auch die Wassermanngeborenen, auch die Löwengeborenen und auch die Wiedergeborenen. Und damit die Wahrheit ins Licht kommt und man Wichtiges erfahren kann, sollen die Schützengeborenen genau zuhören oder die Kontakte aufbauen, die Kontakte suchen. Nicht nur warten und warten, bis diese Botschaft kommt, sondern entgegenkommen, auf anderen zuzugehen oder genau hinhören. Sehnsüchte und Wünsche ist auch ein wichtiges Thema und das vermittelt gerade die Tierkreiszeichen Steinbock. Für die Steinbockgeborenen ist es nicht so einfach, träumerisch zu sein. Da sind die Steinbockgeborenen zu bodenständig. Trotzdem sollen mal auf ihren Gefühlen auch hören und daran liegt die Lernaufgabe. Intuitiv handeln auf die Träume und auf die Gefühle hören. Welcher Gefühlszustand haben wir gerade? Halbmond ist gerade vorbei. Und ein Halbmond ist immer Spannung, da fehlt etwas. Und welches Element fehlt gerade? Sonne, Mond und Erde stehen gerade in Verbindung. Verbindet sich die Wasserelement, die Luftelement und die Feuerelement. Also, Sie können raten, was fehlt heute? Selbstverständlich, die Erde-Element fehlt. Und wir sollen heute mit dem Erden-Element beschäftigen. Also mal genau hinschauen oder das aktivieren, weil so finden wir die Balance, das innere Gleichgewicht. Welche Themen sind es? Natürlich Materie und die Finanzen oder die beruflichen Situationen. Aber das kann auch die Liebepartnerschaft betreffend sein, zusammenziehen oder etwas befestigen, etwas umsetzen in Realität, Gefühlen zeigen, Gefühlen auch ansprechen. Und brauchen wir auch die Bodenständigkeit. Nicht nur das, sondern auch die Naturverbundenheit ist gerade auch wichtig und auch unserem Körper. Auf unserem Körper achten. Und weil das gerade abnehmende Mondphase ist, eignet sich ganz gut dafür, Diät beginnen und abnehmen. Aber bei dieser inneren Spannung haben wir das Gefühl, die Unzufriedenheit. Viele von uns finden sie ein bisschen dick und möchte gerne abnehmen und fühlt sich nicht wohl in eigenen Haut. Aber das beruhigt sich auch wieder. Aber beginnen können wir auf jeden Fall mal und wir sollen auch auf die Ernährung achten. Welchen Themen kommen noch auf dem Tisch heute? Die Gerechtigkeit und da etwas zum Klären. Das versuchen wir, aber es ist nicht so einfach, wenn die andere das nicht zugibt oder nicht entgegenkommt und fühlt sich das alles so schwammig an, dann ist es sehr schwierig, uns einsetzen um die Gerechtigkeit
und unserem Rechte auch zu bekommen. Es ist vielleicht gar nicht der richtige Zeitpunkt, da etwas zu klären. Kann auch bedeuten, dass gerade die Wahrheit kommt ins Licht und bei uns entsteht die Wut, weil wir die Situation als ungerecht betrachten. Aber das zum Klären und auch Recht bekommen, das ist momentan nicht so einfach. Durch die heutigen Mondbewegung kommen unerwartete Ereignisse. Mond löst etwas aus. Und das bedeutet, wenn wir etwas vorhaben, etwas Neues zu starten, und wir haben die Orientierung. Heute können wir damit rechnen, das ändert sich die Richtung, weil kommen Überraschungen, unerwartete Ereignisse. Also damit können wir auf jeden Fall mal rechnen. Aber damit wir wirklich die Wahrheit sehen und die Klarheit und Orientierung bewahren können, empfehle ich die Halbedelstein-Tigerauge. Tigerauge gibt uns Mut und Kraft, gibt uns das Gefühl, die Sicherheit, die Stabilität und hilft auch bei Angst auflösen oder bei Stress, dass wir wieder die innere Ruhe finden. Tigerauge ist auch gut, etwas klar und deutlich sehen, nicht nur das, was wir erreichen möchten, sondern auch das, was wir loslassen sollen. Tigerauge ist auch ein Heilstein und hilft bei Erkrankungen wie Erkältung und Bronchitis. Wir sollen das Tigerauge mit lauwarmem fließendem Wasser abspülen, entladen und mit Sonnenkraft und Mondenergie aufladen. Die Mondenergie hilft dabei, gerade die heutigen Mondkraft, dass wir unseren Emotionen, was uns belastet, alte Enttäuschungen, diesen Gefühlen, was uns mit Tränen verbunden ist, all diesen Gefühlen verabschieden und loslassen. Und die Sonnenkraft hilft dabei, dass wir die Wahrheit erfahren oder bekommen wir eine Nachricht oder bekommen wir einen wichtigen Termin oder einen Vertrag. Und somit hilft auch das Tigerauge als Schutzstein, aber auch als Amulett. Welche Einflüsse kommen von Sternen? Unserem Planet Erde bekommt einen Einfluss von Schlangenträgern. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Aber wenn ich das korrekt beschreiben möchte, das gehört noch zum Schlangenträger. Das ist der Übergang zwischen Sternbild Schlangenträger und die Schützen. Schlangenträger, dieses Sternbild, befindet sich auch im Ekliptik, aber gehört nicht zu den Tierkreiszeichen. Wer ist dieser Schlangenträger? Der Schlangenträger ist der Sohn von Sonnengott Apollo und ist der große himmlische Arzt Asklepios. Und dieser Asklepios hat ein Kind gerettet. Dieses Kind war der Sohn von einem König und er ist in einen Honigtopf gefallen, war schon am Sterben. Und Asklepios musste dieses Kind retten. Dann kamen zwei Schlangen und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Mit was heilt er dieses Kind? Mit dem Heilkräuter oder mit dem Gift? Zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen und hat der Königssohn mit dem Heilkräuter geheilt und auch gerettet. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Wir treffen heute wichtige Entscheidungen, weil hier unserem Planet Erde bewegt. Natürlich trifft auch nicht nur unserem Privatleben, sondern auch unserem Planet Erde. Also auch in politischen Ebenen werden wichtige Entscheidungen getroffen.
Aber welche Entscheidung steht alles offen, wie sich entscheidet die eine Schlange oder der anderen Schlange. Aber zurück zu den beiden Schlangen und zurück zu unserem Privatleben. Das bedeutet, wir treffen gerade wichtige Entscheidungen. Und wir sollen auf die Einflüsse achten. Natürlich, wenn der Schlange mit dem Kräuter nähert sich, das ist natürlich ein symbolisches Bild, bedeutet, wir erfahren die Wahrheit und auf diesem Wahrheit können wir anvertrauen. Wenn aber der anderen Schlange mit dem Gift nähert sich zu uns, das würde bedeuten, dass jemand mit einer Lüge kommt. Und wenn wir an diesem Lügen glauben, dann fallen wir auch in Honigtopf. Dann sind wir wirklich wie ein Kind, der alles glaubt. Weil eine Lüge kommt immer schön Honig, süß, verpackt. Also bei Entscheidungen darauf achten, welche Einflüsse kommen auf uns zu, wo liegt die Wahrheit, weil wir haben gerade die Bedürfnis, die Wahrheit zu erfahren. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und da ist auch ein Einfluss von Markab. Diesem Stern Markab befindet sich in Sternbild Pegasus. Und diesem Sternbild Pegasus ist nichts anderes als der geflügelten Pferd und vermittelt uns Leichtigkeit. Und die Zügel heißt, wir sollen gerade die Zügel selbst in Hand zu nehmen und wir brauchen bei Bewegung die Leichtigkeit. Und das sollen wir verinnerlichen. Immerhin hat Mond einen Einfluss auf unserem Unbewussten und beeinflusst auch unseren Gefühlszustand. Und da sollen wir die Züge selbst in Hand zu nehmen, unseren Gefühlen beherrschen. Und das war die heutige Mondmagie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.